Papyrus war der Beschreibstoff der Antike. Das Schreibmaterial wurde aus dem Markt der Papyrusstaude gewonnen, welche im Nildelta in Ägypten und im sonstigen Niltal wuchs. Das Vorkommen der Papyruspflanze in der Antike ist zwar auch für Gegenden wie Palästina, Babylonien und Sizilien bezeugt, aber nur in Ägypten hat man Papyrus auch zu Beschreibmaterial verarbeitet. Von dort wurden die fertigen Papyrusrollen exportiert und im ganzen Mittelmeerraum verwendet. Verständlicherweise ist das Material gegen Feuchtigkeit extrem empfindlich. Papyrusfunde waren daher zunächst auf die Wüstenlandschaften Ägyptens beschränkt, mit Ausnahme von Herkulaneum, wo in der durch den Vesuvausbruch zerstörten Stadt verkohlte Papyri gefunden wurden. Inzwischen sind etliche außerägyptische Fundorte hinzugekommen. Der Veni in Griechenland, Petra in Jordanien, Fundorte in Syrien und Palästina. Die mittlerweile entdeckten Papyri liegen heute in den Museen und Papyrussammlungen der ganzen Welt. Deren größte ist die Papyrussammlung der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien, die auch wesentlich mit dem Beginn der Papyrologie zu tun hat. Als 1878 ägyptische Felachen auf der Suche nach unzähliger Erde, so geht die Geschichte, die uns trainiert wird seit Generationen, einen Müllhaufen einer antiken Stadt gefunden haben, der Stadt Arsinoe. Und auf dem Mistplatz fand man, so heißt es, sehr viel Beschriebenes. Das gelangt in den Antiquitätenhandel nach Kairo. Im Kairo des ausgehenden 19. Jahrhunderts war ein Österreicher tätig namens Theodor Graf. Er handelte schon mehrere Jahre hindurch mit Antiquitäten orientalischen Ursprungs aller möglichen Art und hat offensichtlich als einer der allerersten auf dem Antiquitätenmarkt dieses Material gesehen und mit dem Talent des guten Geschäftsmannes richtig eingeschätzt, es erworben und nach Wien gebracht. In Wien angekommen, kontaktierte Theodor Graf seinen Freund Josef von Karabacek, einen Professor für orientalische Sprachen, der imstande war, alte Schriftstücke in arabischer Schrift zu entziffern und zu bestimmen. Ein junger Mittelschullehrer und angehender Griechischstudent Karl Wessely nahm sich der griechischen Dokumente an. Zu diesen beiden stieß noch der junge Ägyptologe Jakob Krall. Bereits 1882 wurde eine Ausstellung in Wien organisiert, um für die Stücke, die noch immer im Privatbesitz von Theodor Graf waren, einen Käufer zu finden. Trotz des großen Aufsehens, die die ausgestellten Unikate erregten, bedurfte es doch langer und mühevoller Verhandlungen, bis schließlich Erzherzog Rainer die erste Tranche von 10.000 Stück und mehr mit seiner Privatschatulle gekauft hat. Wenn wir die Zahl nennen von 10.000 Stück und mehr, dann beginnen dem heutigen die Augen nicht mehr zu rotieren, sondern er senkt sie. Denn wenn heute gekauft wird von Zehntausenden, kann keine Rede mehr sein. 1883 ist also das seriöse Gründungsdatum der Papyrussammlung Erzherzog Rainer, wie sie heute noch benannt wird. Erzherzog hat den Auftrag erteilt, an Theodor Graf bei Gelegenheiten, die sich bieten, in Ägypten weitere Ankäufe zu tätigen. Bis zum Jahre 1899 hat diese fruchtbare Zusammenarbeit sehr gut funktioniert. 1899 hat dann der Herr Erzherzog die gesamte Sammlung dem Kaiser zum Geburtstag geschenkt und seit diesem Datum ist die Papyrussammlung Bestandteil der Österreichischen Nationalbibliothek, eine Spezialsammlung wie die vielen anderen Sammlungen der großen Bibliothek. Heute ist die Wiener Papyrussammlung mit 180.000 Objekten die größte der Welt. Dieser Bestand setzt sich zusammen aus mehr als 60.000 griechischen Papyri, 22.000 koptischen und insgesamt 80.000 arabischen Schriftstücken. Der Rest verteilt sich auf die übrigen Schriften hieroglyphisch, hieratisch, demotisch, lateinisch, hebräisch, syrisch und Pechlevi. Bei einer derartigen Menge ist es verständlich, wenn der Großteil der Stücke auf die Entzifferung und Einordnung erst noch wartet. Aber das
ist ein Fetzen aus einem Thomas Syncolesimus. Hier geht die Klebung. Ein Dokument, ein zweites Dokument. Das sind also keine Privatnotizen. Das könnte ein Kaufvertrag sein. Um über den Inhalt der Papyri etwas sagen zu können, braucht man also jemanden, der die Schriftstücke lesen und entziffern kann. Man muss also die ägyptischen Sprachen und Schriften können, oder Griechisch oder die arabischen. Die Sammlung hat diesbezüglich auch ihr Schicksal erlebt. Waren es anfänglich 3 wissenschaftliche Bearbeiter, Karabatschek, Wesseli und Kral, so sind es im Laufe der Geschichte weniger geworden, sogar bis zur Schließung in der Nazizeit. Da galt die Papyrussammlung mit ihren Beständen als uninteressantes Graffel. Heute steht die Papyrussammlung wesentlich besser da. Es sind 2 Gräzisten, eine Koptologin, eine Kunsthistorikerin und Archäologin und eine akademisch ausgebildete Restauratorin hier tätig. Aber nicht nur das Personal hier sind die Bearbeiter unserer Bestände, sondern viel, viel stärker Studenten, Studenten der Universität Salzburg, Studenten der Universität Wien und Wissenschaftler rund um die Welt. Kehren wir zurück in die 80er Jahre des 19. Jahrhunderts. Kurz nach den Papyruskäufen durch Theodor Graf begannen europäische Gelehrte und Vereinigungen mit den ersten systematischen Papyrusgrabungen. Besonders erfolgreich waren Bernard Pine Grenfell und Arthur Surridge Hunt, die zunächst in Fayum und dann in El Banasa, dem alten Oxyrhynchos, reiche Funde machten. Now, Grenfell was a postgraduate student. Grenfell und Hunt waren Doktoranden am Queen's College in Oxford und die Egypt Exploration Society beauftragte sie, nach Oxyrhynchos und in den Fayum zu gehen, um nach Papyri zu suchen. Von Oxyrhynchos wusste man, dass dort zwischen dem 3. und 6. Jahrhundert ein Bischofssitz war und in der Historia Monachorum, einem Geschichtswerk des 4. Jahrhunderts, heißt es, dass es in jener Stadt viele Kirchen gab und Klöster außerhalb. From the 3rd to the 6th century was the seat of a bishop. And that's the Historia Monachorum, a history of the 4th century AD, tells us that there were many churches in that town and monasteries outside. Because of this, aus diesen Gründen glaubten Grenfell und Hunt, in den Müllhaufen der Stadt Papyri zu finden. Und ihr Erfolg war wirklich spektakulär. Der erste Band der Oxyrhynchos-Papyri, der 1898 erschien, enthält Papyri zum apokryphen Thomas-Evangelium und viele biblische Texte. Aber nicht nur biblische Textzeugnisse, sondern auch private Dokumente und Zeugnisse griechischer Literatur. Die Texte von Homer, Plato, Thukydides, Sappho, Sophokles, Demosthenes. Texte von vielen der großen Autoren des klassischen Altertums wurden in Handschriften gefunden, die etwa 1000 Jahre älter waren als die bis dahin aufgetauchten Handschriften aus europäischen Bibliotheken. Der Altmeister der deutschen Papyrologie, Ulrich Wilken, hatte nicht so großes Glück wie Grenfell und Hunt. 1899 grub er in Herakleopolis, die Funde gingen aber bei einem Schiffsbrand in Hamburg zugrunde. In den meisten Fällen beginnt mit dem Auffinden der Papyri erst die diffizile Arbeit des Restaurierens und Konservierens. Die Schritte der Konservierung richten sich nach dem Gesamtzustand des Papyrusobjekts. Ist der Säuregehalt im Objekt hoch, was meist der Fall ist, und lässt der Zustand des Blattes eine wässrige Behandlung zu, so ist diese Methode sicherlich die effektivste, um den entstandenen Säureanteil und die abgebauten Zelluloseketten auszuschwemmen. Der Abbau der Zellulose- und Hemicelluloseketten schwächt die Bindekräfte und trägt zum Zerfall des Papyrusblattes bei.
Die Höhe des Ligninanteils im Material ist für den Grad der Verbräunung des ursprünglich leicht gelblichen Blattes verantwortlich. Dieser Verfärbung, welche die Lesbarkeit empfindlich beeinträchtigen kann, gilt es durch entsprechende konservatorische Maßnahmen entgegenzuwirken. Sehr wichtig ist auch die Art und der Zustand der verwendeten Tinten. Diese sind es letztlich, welche die anzuwendenden konservatorischen Maßnahmen wesentlich bestimmen. Nach einiger Zeit werden auch wieder erste Textspuren sichtbar. Was im Fundzustand nur noch ein unansehnliches Knäuel war, nimmt unter den geschickten Händen und dem geübten Blick der Restauratorin Schritt für Schritt wieder die Form eines Blattes an. Eine schwierigere und langwierigere Arbeit steht aber erst bevor, die Glättung und Festigung der Papyrusfasern. Beide Arbeitsgänge werden gleichzeitig durchgeführt und sind nicht voneinander zu trennen. Die Fasern werden durch das Festigungsmittel erweicht und angequollen, sodass diese beinahe die alte Flexibilität erlangen und an ihren ursprünglichen Platz zurückgelegt werden können. Diese diffizile Arbeit ist nur unter Verwendung von Lichtlupe und Mikroskop zu bewältigen. Da jede Faser Tintenspuren aufweisen kann, muss sehr genau und konzentriert gearbeitet werden, denn jeder kleinste Tintenrest trägt zur Vervollständigung des Schriftbildes bei. Nach erfolgter Glättung und Festigung werden die Papyrusfragmente zwischen Holz- und säurefreien Löschpapieren unter mäßigem Druck getrocknet. Die Papiere werden mehrmals gewechselt und sollten die im Papyrusblatt befindliche Restfeuchte aufnehmen und ableiten. Über Nacht bleiben die Stücke zur vollständigen Trocknung in einer eigenen Presse liegen. Am nächsten Tag kann das vorentscheidende Puzzlespiel anlaufen. Da haben wir schon mal Faser, die kennt. Da haben wir Faser. Na, passt genau her. Und ich. Nee, da. Weiß ich nicht. Da geht es ja noch weiter. Mhm. Ist das möglicherweise da so irgendwie da dran gehört? Oh, das schaut nicht wirklich überzeugend aus. Nein. Naja, dann gibt es nur noch die zweite Möglichkeit, dass es sozusagen von einem anderen Blatt ist. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Dass da mehrere Blätter waren und dass die anderen Fragmente, die man jetzt vielleicht nicht zuordnen kann, da drinnen waren oder außen das, einfach dran. Ne? Was natürlich leicht sein kann. Das Ergebnis wird genauso mit Festigungsmittel und Japan-Papierstreifen festgehalten, wie die vielen kleinen Fasern und Verbindungsstege. Zur Aufbewahrung wird das restaurierte Stück zwischen Glasplatten gelegt. Auf den dokumentarischen Papyrusurkunden lesen wir heute das, was der Mensch in Ägypten im Laufe seines Lebens alles geschrieben hat. Es fällt nicht schwer, das Leben eines fiktiven Einwohners Ägyptens aus den Schriftstücken zu rekonstruieren. Am Beginn des Lebens eines Menschen begegnen wir seiner Geburtsurkunde. Solche Dokumente waren in römischer Zeit üblich und standen im Dienste der Demographie, dem Überblick über die Bevölkerung durch den Machthaber und im Dienste der Steuerverwaltung. Eine Geburtsanzeige sicherte dem Kind auch eventuelle Erbrechte und Privilegien. War es nicht registriert, konnte es keine Ansprüche geltend machen. Die Geburtsanzeigen der Greco-Ägypter wurden durch den Vater oder durch beide Eltern bei den zuständigen Beamten der Stadt oder der Dörfer eingebracht. In der Stadt Oxyrhynchus wurde die Meldung durch den Besitzer jenes Hauses durchgeführt, in dem das Kind geboren worden war. Die Anzeige enthielt das Alter des Kindes, 2 oder mehr Jahre, manchmal bis zu 8 Jahre. Möglicherweise war wegen der hohen Kindersterblichkeit eine frühere Meldung gar nicht ratsam. An Diogenes, den Dorfschreiber des Dorfes Nilopolis und Sognopaionesos, von Paeutes, dem Sohn des Pakysis. Ich melde hiermit meinen Sohn Pakysis, der mir von meiner Ehefrau Tauetis geboren wurde.
Er ist 3 Jahre alt. Deswegen reiche ich auch diese Meldung ein. Und der Dorfschreiber Diogenes, man erkennt ihn auch an der anderen Schrift, bestätigt die Eingabe: Am 30. Michia im 24. Jahr des Marcus Aurelius Commodus Antoninus Augustus. Das ist am 25. Februar 184 nach Christus. Aus den Geburtsanzeigen lesen wir unmittelbar, wie es mit der Onomastik bestellt war. Denn Ägypten war ein Vielvölkerstaat. Wir finden neben der ursprünglichen Bevölkerung Griechen, primär Makedonen, nach einiger Zeit wohl richtiger als Gräko-Ägypter zu bezeichnen, ferner Perser im Gefolge der Makedonen, Römer, Juden, Araber, Libyer, Syrer und Kleinasiaten wie Phryger, Lykier und Mysier. Das hat alles seinen Niederschlag in der Onomastik. Was sich daraus lernen lässt, sei kurz mit Folgendem aufgezeigt. In monotonen Listen über Landbesitz finden wir im Jahr 124 v. Chr. Den einfachen Dorfpolizisten namens Maron alias Nekzaftis, Sohn des Pet-Osiris. So heißt er bis 118 v. Chr. Ab dann lässt er die 10 Aroren Lehensland, die ihm als Polizisten zustehen, unter dem Namen Maron, Sohn des Dionysius, der Nekzaftis, Sohn des Pet-Osiris war, registrieren. Er ist dabei, seinen vom Vater erhaltenen Namen abzulegen, noch mehr. Er hat auch seinem Vater zu einem griechischen Namen verholfen. Seine Karriere verfolgen wir weiter. 112 besitzt er als Maron Dionysiou Katoikos nun mehr Land. Und 101 ist er endlich Maron, Sohn des Dionysius Makedone von den Katökenreitern. Ein besonderer Fall. Einem ähnlichen Zweck wie die Geburtsanzeigen diente der Zensus, die heutigen Hausstandslisten, der nicht zufällig im 14-Jahres-Rhythmus stattfand. Jede Regierung hebt gerne Steuern ein, sonst könnte sie ja gar nicht arbeiten. Die römischen Machthaber in Ägypten waren da keine Ausnahme. Nur um Steuern einzuheben, muss man wissen, was man besteuern kann. Die Römer besteuerten die Bevölkerung und mussten daher über die Einwohner Bescheid wissen. Jeder zwischen 14 und 60 Jahren hatte eine jährliche Steuer an die Regierung abzuliefern. Den Römern ging es deshalb darum, über alle Einwohner im Alter zwischen 14 und 60 genaue Aufzeichnungen zu haben. Damit niemand übersehen werden konnte, mussten daher alle 14 Jahre Steuererklärungen ausgefüllt werden. Diese Zensusdeklarationen waren meist sehr schlicht. Wir erfahren, wer die Eintragungen machte und wer alles zum Haushalt gehörte. Damit aber bekommen wir einen Eindruck, wer die Menschen waren, die das römische Ägypten bewohnten. Wir erfahren, wer dem Haushalt vorstand, ob dieser eine Frau hatte oder ob sogar eine Frau an der Spitze des Hauses stand, geschieden oder verwitwet oder weil sie einfach allein lebte. Wir erfahren, ob es Kinder gab, Großeltern, Tanten, Onkel, Sklaven, Leute, die man vielleicht in Untermiete genommen hatte oder ob sonst noch wer im Haus wohnte. Wir erfahren außerdem, an welchen Stellen die Menschen Narben trugen, denn solche Kennzeichen waren bei ihrer Identifizierung hilfreich und wie alt sie waren. Die Altersangaben geben uns auch Auskunft, wie alt sie zum Beispiel bei der Hochzeit oder bei der Geburt der ersten Kinder waren und wie lange die Menschen damals lebten. Das Durchschnittsalter war nicht besonders hoch. Im Vergleich zu unseren Verhältnissen sah es damit ziemlich schlimm aus. Bei Geburt hatte man eine Lebenserwartung von etwa 23, 24, 25 Jahren. Das bedeutete in Wirklichkeit, dass die Hälfte der heute geborenen Menschen in 5 Jahren bereits gestorben sein würde. Den anderen erging es nicht so schlecht. Die meisten von ihnen konnten einem Alter von 30, 40 und 50 Jahren entgegensehen. Wir kehren zurück in den Gang des Lebens unseres fiktiven Ägypters. Das heranwachsende Kind hat das Schicksal auf seiner Seite und erhält eine Schulbildung. Auf Ostraka, Abfallpapyrus, Wachstafeln, alles möglichst billig treten uns entgegen. Zahllose Buchstabenübungen, Alphabete vorwärts und als effektvoller Lernkniff rückwärts geschrieben, Syllabare in ihrer entsetzlichen Monotonie, Schönschreibübungen mit dem Namen Europa und Passifae. Und als Kuriosum ein Diktat. Die bekannte Geschichte des Vatermörders. Da war ein Sohn, so erzählt die Geschichte, die hat seinen Vater ermordet und hat Angst bekommen, ob für die Gesetze, ob für Gott, das hängt davon ab, und ist in die Wüste geflohen. Und in der Wüste, da wurde er hinterfolgt von einer Löwe.
und dann wollte der an einen Baum klettern, aber auf dem Baum saß eine Schlange und dann konnte er nicht hochklettern und dann ist er runtergekommen und dann ist natürlich von der Löwe ist er zerrissen worden. Wir haben da ungefähr 20 identische Texte gefunden und die Texte, die sind vom ungefähr vom 5. bis zum 8. Jahrhundert sind die zu datieren. Man kann also sehen an diesem Beispiel, dass man immer dasselbe Thema wiederholt hat. Man hat sich, wenn es gut gefallen ist und man es nützen konnte, dann hat man es beibehalten und man hat damit weitergearbeitet. Die Geschichte ist gut aus Aesop bekannt. Vergleichen wir beides, sehen wir, wie der Lehrer die Sätze einerseits vereinfacht, andererseits an Grammatik ein breites Spektrum enthalten sein lässt. Wenn wir allerdings die Rechtschreibung der Schüler ansehen, gewinnen wir einen so unmittelbaren Eindruck von den Schwierigkeiten, die für jedes Kind das Erlernen einer fremden Sprache mit sich bringt. Von den 43 Wörtern wird nur ein Wort von allen richtig geschrieben, der Artikel ho. Man kann natürlich weitergehen mit zu reden über Unterrichtssache. Wie gesagt, wie erwähnt habe ich schon gesagt, dass es auch sehr viele mathematische Texte gibt. Ganz einfach. 1 mal 2 ist 2, 2 mal 1 ist auch 2. 1 mal 3 ist 3, 3 mal 1 ist auch 3 und so weiter und so weiter. Immer meistens bis zum 6000, weil die wichtigste Währung war das Talent und ein Talent hat 6000 Drachme gehabt und die Leute, die kannten alle die Drachme und bis zum 6000 haben die Zehen gelernt und dann haben die aufgehört. Natürlich nahm das Studium der Literatur einen wesentlichen Platz im antiken Unterricht ein. Hier ist nun zweifellos zu fragen, was leisten Papyri für die Überlieferung der antiken Texte? Peter Parsons spricht in diesem Zusammenhang von einer zweiten Renaissance. About a century ago, there was the second Renaissance, in which this quite unexpected source, that is from the libraries of Hellenic civilization in Egypt, began to become known to us, and that contributed. Ungefähr vor 100 Jahren gab es die zweite Renaissance, durch die uns ziemlich unerwartet Zeugnisse aus den Bibliotheken der griechischen Zivilisation in Ägypten bekannt wurden. Seit damals beträgt die durchschnittliche Ausbeute an Stücken griechischer Literatur auf Papyrus ungefähr 3 Kopien pro Tag. Ich glaube, in verschiedener Hinsicht haben wir dadurch heute eine viel bessere Möglichkeit, sowohl die Welt der Griechen als auch die tatsächliche Welt der griechischen Literatur zu verstehen. Aus einem Zeitraum von etwa 1000 Jahren haben wir Fragmente von Büchern des Altertums, die aus den griechisch sprechenden Siedlungen Ägyptens stammen und von der spätklassischen Zeit bis ins Frühmittelalter reichen. Und diese illustrieren die gehobenere Gesellschaft Ägyptens auf spezielle Weise, nämlich dadurch, dass man wirklich sehen kann, wer welche Werke griechischer Literatur zu welchem Zeitpunkt und an welchen Orten las. Der Schultext Nummer 1 war natürlich Homer, gleichsam das Symbol für Griechentum, die Bibel der Griechen. Doch sogar in entlegenen Orten wurde auch Pindar oder Kallimachos gelesen, zwei sehr schwierige Autoren. Durch die Papyri erfahren wir auch, dass die gebildete Schicht des damaligen Ägypten einen sehr konservativen Syllabus der großen Klassiker las. Die Favoriten waren sicherlich Homer, Platon und Euripides. Der Komödiendichter Menander ist uns überhaupt erst durch Papyri aus Ägypten zugänglich geworden. Man mag hier außerdem nennen, die älteste Partitur zu Euripides Orestes, den Kölner Archilochos, den zweifellos echten Gallus, Epichams Odysseus Automolos, Aristoteles Athenaion Politeia, Arad Phaenomena, den orphischen Text aus Derveni, die älteste Handschrift zu Xenophons Hellenica oder aus der lateinischen Literatur, ein Fragment aus Ciceros dritter Catilinaria lateinisch und griechisch. Ohne Frage muss auch der noch unpublizierte Papyrus aus dem 3. Jahrhundert vor Christus genannt sein, der uns als einziger aus der alexandrinischen Bibliothek erhalten geblieben ist und die Anfangsworte von rund 200 sonst völlig unbekannten Epigrammen enthält. Wir können also heutzutage neue Texte aus der griechischen Literatur lesen, die zuvor fast 2000 Jahre lang von keinem einzigen Europäer gesehen wurden.
Folgen wir dem fiktiven Lebenslauf weiter, so ließ man dem Kind vielleicht eine Berufsausbildung zuteilwerden. Lehrverträge für die verschiedensten Gewerbe geben uns hier Einblick. Segathis, Tochter des Attabus, Enkelin des Esueris, übergibt an den Weber Pausiris, Sohn des Panemois, ihre junge Sklavin Taorsenufis, damit sie für ein Jahr und zwei Monate und noch etwas darüber hinaus das Weberhandwerk lernt. Beginnend mit dem Monatsersten des Monats Hatyr im gegenwärtigen 14. Jahr des Antoninus Cäsar des Herrn, unter der Bedingung, dass die Sklavin von Pausiris verköstigt und eingekleidet wird und außerdem Pausiris für alle mit eben diesem Handwerk verbundenen steuerlichen Angelegenheiten zuständig ist und unter der Bedingung, dass sie sich weder bei Tage noch bei Nacht vom Hause des Pausiris ohne sein Wissen entfernt. Oder der junge Mann schlug die militärische Laufbahn ein. Wir kennen Bewerbungsschreiben zur Musterung, Ansuchen um Entlassung wegen körperlicher Gebrechen, Testamente, einen Schuldschein zwischen zwei Soldaten, der eine borgt Geld vom anderen und wir erfahren die Truppenzugehörigkeit, die Namen der Kommandanten, den Geldbetrag, die Wertgegenstände, die der Soldat mit sich führt und als Pfand eingesetzt hat. Und obendrein ist dies der zweitälteste exakt datierte lateinische Text, den wir überhaupt haben. In einem Papyrus aus dem 5. Jahrhundert begegnen uns sogar die ersten christlichen Militärkapläne. Geht das Leben aber zivile Bahnen, dürfen wir annehmen, dass geheiratet wurde, manchmal nicht ohne vorher das Orakel zu befragen, ob eine Heirat günstig sei, wie dies zum Beispiel Asklepiades am 26. April im Jahr 6 nach Christus getan hat. An den größten mächtigen Gott Sognopaios von Asklepiades, dem Sohn des Areus. Ob es mir nicht erlaubt ist, Tapetos, die Tochter des Mares, zu heiraten, und sie wird nicht die Frau eines anderen. Gib mir ein Zeichen und erfülle mir diese geschriebene Bitte. Wann einem die Götter wohlgesinnt, konnte es an das Aufsetzen des Heiratsvertrages gehen, der zwischen Braut und Bräutigam abgeschlossen werden sollte. Es vereinbaren miteinander Suchamon, Sohn des Maron, Enkel des Suchos, ungefähr 20 Jahre alt, ohne besondere Kennzeichen, und Aphrodite, Tochter des Nelos, Enkelin des Nelos, ungefähr 44 Jahre alt. Irrtum, der gute Suchamon heiratete hier nicht eine mehr als doppelt so alte Frau. Dieser Ehevertrag wird mit der künftigen Schwiegermutter abgeschlossen, die für die Mitgift ihrer Tochter Aphroditus aufkommt. Die vielen Heiratsverträge zeigen, dass die Frau ihre in die Ehe mitgebrachten Güter weiterhin als ihren Besitz führt und nur zur gemeinsamen Bewirtschaftung mitbringt. Wird die Ehe beendet, nimmt sie ihren Besitz wieder mit. So heißt es dementsprechend auch im Vertrag des Suchamon. Wenn es aber nach Ausbruch einer Differenz zwischen den Eheleuten zu einer Scheidung kommen sollte, so soll Suchamon der Brautmutter Aphrodite oder wenn dieser nicht mehr am Leben ist, ihrer Tochter Aphroditus, die vorliegende Mitgift zurückgeben. Und zwar augenblicklich, wenn er die Frau entlässt, wenn aber sie freiwillig scheidet, innerhalb von 30 Tagen. Aber nicht nur der wirtschaftliche, um nichts weniger der juristische Aspekt der Eheverträge zeichnet Papyri als hervorragendes Quellenmaterial aus. We also find out some odd details that seem to us. Wir finden auch einige ungewöhnliche Details, die uns sehr seltsam anmuten, zum Beispiel, dass Ehepaare zugleich Bruder und Schwester waren. So etwas ist in den modernen westlichen Gesellschaftsformen nicht erlaubt und auch die antiken Römer hielten nicht besonders viel davon. Aber sie sahen einfach weg, solange solche Ehen von Ägyptern geschlossen wurden, die nicht römische Bürger waren. Bis die Römer eines Tages allen das römische Bürgerrecht verliehen und danach war so etwas illegal. Bald mag der junge Mann eine Geburtsanzeige dem Laugrafenamt, dem Amt, das die Bevölkerungsregistratur führt, eingereicht haben, diesmal als Verursacher, womit sich der Kreis schließt, allerdings erst zur Halbzeit. Im Laufe seines Lebens haben wir ausreichend Gelegenheit, ihn als Pächter, als Gewerbetreibenden, als Beamten und welche bunte Palette das Leben zu bieten vermag, kennenzulernen. Und natürlich war er auch Steuerzahler. Der einfache Mensch in der Antike war mit einer großen Anzahl von Steuern belastet, die es sicherlich nicht sinnvoll wäre, jetzt der Reihe nach aufzuzählen. Ich könnte mir denken, dass ein Laie wohl eher daran interessiert wäre, zu erfahren, ob man im römischen Ägypten, sagen wir mal, mehr Steuern zu zahlen hatte als ein heutiger Mensch oder weniger. Aber selbst der Papyrologe, der sich
sein Leben lang intensiv mit gerade dem Steuersystem beschäftigt hat, wäre wohl kaum in der Lage, darauf eine schnelle und schlüssige Antwort zu geben. Das liegt daran, dass man in der Antike wohl in viel höherem Maße direkte Steuern erhoben hat, während wir heutzutage ja mit einer Unzahl von indirekten Besteuerungen belastet sind, die sich im Preis von Gütern niederschlagen und dem Einzelnen überhaupt nicht mehr bewusst werden. Im griechisch-römischen Ägypten wurde jeder, sobald er 14 Jahre alt war, mit einer festen Steuerquote pro Jahr belastet, der sogenannten Kopfsteuer, die unabhängig davon erhoben wurde, ob er arm oder reich war. Der Satz der Kopfsteuer war also festgelegt. Es gab gewisse Schwankungen in der Höhe, die sich aber nicht nach den sozialen Verhältnissen richteten, sondern dabei handelte es sich um geografische Schwankungen. In manchen Gegenden Ägyptens zahlte man weniger, in anderen mehr. Und was uns ganz besonders grotesk anmutet, man kann sogar sagen, dass bestimmte Bevölkerungsklassen, Kreise, die gewisse Privilegien besaßen, weniger zu zahlen hatten, also die Begüterten, um es zu vereinfachen, begüterte Kreise zahlten unter Umständen weniger als die armen Leute. Am Schluss des irdischen Daseins steht schließlich die Todesanzeige. Sie war an das Laografenamt adressiert und hatte den Zweck, dass der Verstorbene aus den Steuerlisten gestrichen wurde und man nicht mehr für ihn Steuern zahlen musste. Der Leichnam selbst wurde mit einem Mumienschild versehen, das aus Holz, Stoff oder auch Papyrus sein konnte und den Namen des Verstorbenen enthielt. Der Name, weil der Prozessor für Mumifikation war natürlich wie in einem Supermarkt. Es waren viele Tote und ich soll meinen Toten erkennen. Und der Tod brauchte ein Schild mit dem Namen, mit der Zeit und so weiter. Das finden wir wirklich in einer großen Menge. Wir haben ungefähr einen kleinen Korpus. Nicht so kleine sind ungefähr 2.000-3.000. Wo man es sich leisten konnte, wurde ein Porträt des Verstorbenen am Kopfende der Mumie angebracht. Kehren wir nach diesem Streifzug durch die Vergangenheit zurück in die Gegenwart der Papyrologie. Was kann man heute noch und in Zukunft von den Papyrologen erwarten? Wird es neue, sensationelle Funde geben? Neue Texte, die unser Wissen bereichern und uns auch innerlich bewegen? Mit welchen Problemen kämpft die Papyrologie? Die Aussichten heutzutage in Ägypten erfolgreich nach Papyri zu graben stehen unter dem Einfluss des Assuan-Hochdammes, der 1964 fertiggestellt wurde. Durch diese gewaltige Einrichtung, die halb Ägypten mit Strom versorgt, stieg der Wasserstand des Nil im ganzen Niltal zwischen Assuan und Alexandria. Die Plätze antiker Städte und Dörfer, die früher im Trockenen lagen und wo deshalb Papyri überdauern konnten, sind nun feucht und lassen Papyrus verrotten. Now. Undoubtedly, damp papyri can be saved nowadays by the use of freeze drying. Natürlich kann feuchter Papyrus heutzutage durch Gefriertrocknung vor dem Zerfall bewahrt werden, so wie Sie gefriergetrocknete Erbsen oder Karotten oder anderes Gemüse in Ihrem Supermarkt haben. Aber das sind nicht dieselben Verhältnisse wie früher in diesem Jahrhundert. So, what are the places where one would still look for dry, unburied, undamaged texts? Wo könnte man also nach wie vor nach trockenen, zugänglichen, unbeschädigten Texten suchen? Zuallererst in den westlichen Oasen wie Karga und auch in der östlichen Wüste, wo zumindest 30 römische Forts liegen, in denen noch keinerlei Ausgrabungen durchgeführt wurden. Auch ein großer Teil der Objekte, die bereits in den Papyrussammlungen der Welt liegen, sind noch nicht veröffentlicht.
allein in der Wiener Papyrussammlung mehr als 60.000 publikationswürdige Texte. Dazu kommen neue Entdeckungen aus Mumienkartonage, die aus Papyrusmakulatur hergestellt wurde. So, just looking around the world of this year, we know that in Milan. Schauen wir rund um die Welt in diesem Jahr. Wir wissen, dass in Mailand 600 neue Zeilen eines griechischen Epigramms auf Mumienkartonage liegen. Professor Klever hat auf diesem Kongress den Schluss einer lateinischen Komödie des Cercilius vorgestellt. Zum ersten Mal nach 2000 Jahren haben wir wieder etwas von Cercilius vor uns. Frau Menci hat hier einen Papyrus vorgestellt, der, wie ich glaube, die Zusammenfassung eines Gedichtes des Kallimachos enthält, das wir in anderer Form nicht haben. Mir scheint, vor uns liegt weiterhin eine strahlende Zukunft mit einer ganzen Serie neuer Entdeckungen, die neuerlich unser Wissen bereichern werden. Allein der Gedanke, eine Urkunde vor sich zu haben, die 2000 Jahre lang niemand gelesen hat. Außerdem der Gedanke, dass diese Urkunde von echten, wirklichen Menschen handelt, die sie geschrieben haben, die ihre Probleme, ihre Steuerschulden, ihren Ehestreit oder was auch immer in diese Urkunde haben einfließen lassen. Das ist schon sozusagen elektrisierend. Und auch wenn die Entzifferung natürlich mühsam ist und oft in Sackgassen führt, diese Detektivtätigkeit, nicht wahr, dieses Aufspüren, erstmal des Wortlautes und dann des Sachverhaltes, der dahinter steht. Das ist eine sehr spannende Sache, die einem in keinem anderen, ich glaube, das kann man sagen, in keinem anderen Bereich der Altertumswissenschaft geboten wird. Vieles an der Arbeit, die ein Papyrologe zu leisten hat, verläuft heute noch ziemlich genauso wie vor 100 Jahren. Der Papyrologe sitzt an seinem Schreibtisch mit seinem Stück Text und versucht herauszufinden, was die eigenartigen Zeichen auf dem Papyrus wohl bedeuten. But that is only the beginning of it. And there are a lot of changes taking place. Das ist freilich erst der Anfang. Innerhalb des Fachgebietes gehen viele Veränderungen vor sich, hervorgerufen durch die Entwicklungen moderner Technologie, aber auch durch archäologische Forschungen im Nahen Osten und schließlich durch einen generellen Wandel der Verhältnisse der Welt, in der Papyrologen arbeiten. Das Aufkommen des Computers zum Beispiel hat es ermöglicht, alle Belege für ein Wort innerhalb sämtlicher bis jetzt veröffentlichter Papyri herauszufinden und das innerhalb von 3 Minuten. So etwas hätte vor nur 10 Jahren Stunden über Stunden gedauert. Somit sind Fragestellungen, mit denen sich früher niemand abgeplagt hätte, weil ihre Beantwortung einfach zu viel Zeit gebraucht hätte, heute eine Aufgabe, die im Nu gelöst werden kann. Überhaupt denke ich, ist der Einsatz von Computern gerade in dieser Branche der Altertumswissenschaften ganz besonders weit verbreitet. Datenbanken papyrologischer Art und auch Nutzung von solchen Datenbanken über das Internet sind seit langem zur Selbstverständlichkeit geworden. Wir können heutzutage Fotos von Papyri etwa aus der Duke Library in den USA mithilfe des Internets in dem World Wide Web uns auf unserem heimischen Computer ansehen, können auf diese Weise bestimmte Lesungen kontrollieren. Eine Datenbank, die wir in Heidelberg zur Verfügung stellen, kann ebenfalls auszugsweise in aller Welt genutzt werden. Die Kollegen haben die Möglichkeit, inzwischen weit über 20.000 Einzeldaten dort abzufragen und für ihre eigene Arbeit zu nutzen. Vieles andere ließe sich in diesem Zusammenhang erwähnen. Ich denke, die Papyrologie ist geradezu zukunftsweisend für große Bereiche der Geisteswissenschaft. Es gibt also in Hülle und Fülle Material, das noch zu bearbeiten ist, und es gibt neue Möglichkeiten und Methoden der Bearbeitung. Es gibt viele junge Leute in allen Teilen der Welt, die als Papyrologen arbeiten wollen und auch jetzt schon gut papyrologisch arbeiten. Ihre Aussichten auf einen entsprechenden Arbeitsplatz stehen aber schlecht. Das Problem dabei wie immer, die Finanzierung. Und ich bin immer sehr traurig, wenn meine Studenten zum Beispiel sagen, sie möchten Papyrologie als Hauptfach betreiben. Und ich muss ihnen dann sagen,
dass das wenig Sinn hat. Denn in der Hinsicht, im Hinblick auf die Stellen, sind die Perspektiven ganz, ganz schlecht. Weil Papyrologie zumindest in Deutschland nur an ganz wenigen Universitäten vertreten ist, also als Studienfach. Und weil es auch wenig Forschungseinrichtungen gibt, wie Museen, wo Papyrologen beschäftigt werden können. Es ist eine reine Stellenfrage. Also virtuell ist die Papyrologie ein wunderbares Fach, das sich vergrößern könnte noch und das viele, viele Mitarbeiter braucht. Aber in der Praxis sehe ich dann doch ein bisschen schwarz, weil wir leider zu wenig Stellen haben. So, sucht euch wieder einen Platz, wieder auf dem Boden gleich. Der Kontakt mit der Öffentlichkeit ist für die Papyrologie nicht nur eine Existenzfrage. So ist die Wiener Papyrussammlung immer häufiger durch Ausstellungen und auf Sonderveranstaltungen vertreten. Besonders großen Zuspruch fand die Koptenausstellung 1995 in Wien. 40.000 Besucher im Prunksaal der Österreichischen Nationalbibliothek, von denen wahrscheinlich ein Großteil das erste Mal mit der Welt der Papyri vertraut gemacht wurde. Das ist ein Hinweis für uns gewesen, wie wichtig, wie fruchtbar das Hinausgehen, das Einbeziehen der Öffentlichkeit in die eigentliche Bearbeitung der Sammlungsbestände sein kann. Bis jetzt mangelt es an einem günstigen und geeigneten Platz, um wirklich die Öffentlichkeit in die Sammlung hineinholen zu können. Die Jahrtausendwende gibt große Hoffnung, dass die Papyrussammlung dann ein eigenes Papyrusmuseum betreiben wird, öffnen wird, dass der Eingang am Heldenplatz sein wird, möge eine günstige Anspielung der Normen sein. Wir haben eine Responsabilität, wir haben eine Verantwortung in unserer Arbeit. Wir sollen gute Ausgabe geben, ohne Fehler. Und wir sollen denken, dass wir sterben vielleicht, aber die Papiere bleiben dort, wie Zeugnis für unsere Zivilisation, für unser Leben. Es war, das ist Vergangenheit, das ist das Leben in der alten Zeit. Aber wir wissen, dass manchmal die Situation ist nicht so different, nicht so unterschiedlich zwischen alter Zeit und jetzt.